Dann hast du also vor, deinen Plan durchzuführen? Ja, ja, alles ist bereit. Sämtliche Vorkehrungen sind getroffen. Ich bin alt, Gandalf. Ich brauche Ferien. Du wirst ein Auge auf Frodo haben, ja? Zwei Augen. So oft ich sie entbehren kann. Ich hinterlasse ihm natürlich alles. Was ist mit deinem Ring? Bleibt er auch hier? Du hast recht, Gandalf. Der Ring muss an Frodo gehen. Bilbo? Hm? Du hast ja den Ring immer noch in der Tasche. Ja. Leb wohl, Gandalf. Leb wohl, lieber Bilbo. Die Straße gleitet fort, weg von der Tür. Bis zu unserem nächsten Treffen. Bilbo! Gandalf? Er ist weg, nicht wahr? Er hat sich zu den Elben aufgemacht. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Dies ist der eine Ring, geschmiedet vom dunklen Herrscher Sauron. Sauron braucht nur diesen Ring, um alles in eine zweite Finsternis zu hüllen. Frodo, er darf ihn niemals finden. Duck dich! Bei meinem Bart, Samwise Gamgee, hast du etwa gehorcht? Ich gehorche immer aufs Wort, ehrlich. Oh. Wo soll ich hin? Geh nach Bre. Ich werde dort auf dich warten, im Gasthaus zum tänzelnden Pony. Ich muss zum Obersten meines Ordens. Er weiß Rat. Halt ihn geheim. Bewahr ihn gut. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Lego Herr der Ringe. Ich habe jetzt mal bewusst diese Cutscene erstmal so stehen lassen. Und ja, wir können uns jetzt frei bewegen. Wir spielen Frodo, der zusammen mit Sam unterwegs ist. Und wo es lang geht, das zeigen uns diese durchsichtigen Stats, die wir zwar einsammeln können, die uns aber nichts bringen. Und die erscheinen immer dann, wenn man vom Weg abkommt, beziehungsweise zeigen einem, wo es lang geht. Und im Moment sind wir noch in Hobbingen und nutzen natürlich die Gelegenheit, die Gegend ein bisschen zu erkunden. Allerdings werden wir hier noch sehr viel unterwegs sein. Wir können hier tolle Sidequests erfüllen und wir bekommen es hier schon eingeblendet. Sam kann mit seiner Schaufel an bestimmten Stellen Pflanzen anbauen. Das werden wir auch einige Male tun müssen, denn hier zum Beispiel... Denn dadurch eröffnen sich uns wieder neue Möglichkeiten. So sieht das Ganze aus. Und in diesem Fall gab es einen Mithril-Brocken. Was wir denn mit dem ganzen Mithril machen können, das wird sich uns erst etwas später erschließen. Allerdings dauert es auch nicht mehr so sehr lange. Nämlich in Bre. Bre ist ja unser nächstes Ziel. Da schickt uns Gandalf hin. Ganz kurz für alle, die die Geschichte vielleicht nicht kennen. Sowas soll es ja tatsächlich geben. Wir haben also jetzt von Bilbo, der vor langer, langer Zeit in den Nebelbergen zufällig an den einen Ring gekommen ist, weil das Geschöpf Gollum ihn verloren hat. Ja, Bilbo ist der Onkel von Frodo. Also, ich glaube, gar kein wirklicher Blutsverwandter, sondern eher so eine Art Ziehonkel. Und, ja...
Der hat sich jetzt entschlossen, sein Lebensabend damit zu verbringen, wieder neue Abenteuer zu bestehen und in der Welt herumzureisen. Und er sagt, er hat den Ring lange genug gehabt. Er lässt ihn zurück für Frodo. Und der wurde jetzt von Gandalf, der bis jetzt eigentlich nichts davon wusste, von diesem Ring, aufgefordert, den Ring wegzubringen, damit Sauron ihn einfach nicht finden kann. Denn da, wo der Ring ist, da sind auch alle in Gefahr, die dort herumleben, auch das Auenland. Und deshalb muss Frodo weg. Und er hat ihm also empfohlen, nach Bre zu gehen. Bre ist eine Stadt, nicht allzu weit weg vom Auenland. Man muss aber dazu sagen, dass Hobbits normalerweise das Auenland nie verlassen. Sie sind sehr, sehr heimatverbunden. Und ja, aus diesem Grund fällt es Frodo natürlich nicht leicht. Wir können hier tatsächlich auf der Ziege rumreiten. Es ist so super. Es macht so einen Spaß, dieses Spiel zu spielen. Normalerweise ist man hier die meiste Zeit damit beschäftigt, Sachen kaputt zu hauen und diese Stats zu sammeln, die wir eben brauchen, um uns dann später tolle Sachen leisten zu können. Aber ich möchte jetzt natürlich auch in der Geschichte ein bisschen vorankommen. Und deshalb werden wir uns jetzt tatsächlich gleich auf den Weg ins nächste Kapitel machen. Diesen ganzen Open-World-Bereich, für den werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch genug Zeit haben. Auch wenn wir es uns leichter machen würden, wenn wir jetzt schon möglichst viel freischalten würden. Aber ja, Kartenstatuen, die sind wichtig. Sie sind hilfreich, wenn du Geheimnisse aufspüren möchtest. Drücke B, um sie zu verwenden. Und genau das machen wir. Ohne diese Kartenstatuen ist man ziemlich aufgeschmissen. Immer wenn wir eine entdecken, sollten wir die sofort aktivieren, denn dann bekommen wir angezeigt, wo gibt es Mithril-Brocken zu holen, wo gibt es die roten Lego-Steine zu holen. Die sind ganz wichtig. Da werde ich auch ein bisschen hinterher sein, dass ich die möglichst frühzeitig bekomme. Und 0 von 1, das sind, glaube ich, nochmal Karten. Ja. Jetzt können wir mal gucken, wo ist denn hier ein roter Lego-Stein? Hier geht es auf jeden Fall weiter. Hier ist das nächste Level. Ich glaube, hier bekommen wir nur die Mithril-Brocken angezeigt und wir müssten jetzt hier hin. Und jetzt können wir das als Zielort festlegen. Das ist eine neue Funktion. Also, als dieses Spiel rauskam, war das eine neue Funktion. Und dann werden uns diese Lego-Stats, also diese durchsichtigen Stats, diese Geister-Stats nennt man sie auch in manchen Teilen, dorthin führen. Und eigentlich sind wir jetzt schon da. Also hier sollte es jetzt eine Karte zu holen geben. Ich glaube, eine Karte ist das. Allerdings, wenn ich die... Ja, die muss ich angeln. Und ich habe noch keinen Charakter mehr, dem ich angeln kann. Das heißt also, dass ich da zu diesem Zeitpunkt wohl noch nicht hinkomme. Was bringen uns jetzt diese roten Stats? Also, wenn ich schon so scharf drauf bin, es ist so... Für den roten Stats kann man sich also Zusatzfunktionen freischalten, wie zum Beispiel mehrfach Multiplikatoren für die Stats, sodass die dann plötzlich zweimal, viermal, sechsmal, achtmal so viel wert sind wie sonst. Und dann geht es natürlich dann auch ruckzuck, dass man sich immer den wahren Abenteuer teurer freischaltet. Hier kann ich jetzt zum Beispiel die Karte jederzeit aufrufen. Aber ich komme hier tatsächlich, glaube ich, gerade noch nicht an diese Karte ran. Es hat was. Ich glaube, ich muss sie angeln und angeln kann ich, wie gesagt, noch nicht. Deshalb werden wir jetzt uns wieder den Weg zum nächsten Level aktivieren. Der schwarze Reiter, das ist unser neuer Zielort. Es ist nicht so ganz leicht, diese Lego-Spiele so zu spielen, dass man sehr geradlinig vorgeht. Man wird sehr schnell abgelenkt hier von irgendwelchen Sachen, die rumliegen, die man kaputt machen kann oder auch nicht. Von irgendwelchen Sidequests, die sich anbieten. Und ich überlege gerade, ich glaube, ich brauche diese Karte, damit mir dann der rote Lego-Stein angezeigt wird. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich es gespielt habe. Ich könnte spaßeshalber mal auf meinen Spielstand gucken, wann das denn war. Kann ich das überhaupt? Nein, kann ich jetzt gerade nicht, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber hier diese Extras, die zeige ich euch mal. Und da sehen wir die roten Steine. Da habe ich jetzt natürlich noch keinen einzelnen, einzigen. 20 Stück gibt es insgesamt. Und wir haben auch erst 2% des Spiels erledigt. Das wird auch ganz lange eher im unteren Bereich bleiben. Natürlich, wenn wir die Stories erstmal durch haben, dann gehen unsere Prozente schon um einiges hoch. Aber ein wesentlicher Bestandteil
ist es eben, dass man hier diese ganzen Sidequests erledigt. Und es macht so einen Spaß hier, hier jetzt durchs Auenland zu laufen und sich das alles mal anzugucken. Und hier die ganzen Hobbits mit ihren Schweinen. Ach, das ist einfach richtig toll. Ich liebe dieses Spiel. Und warum habe ich so lange damit gewartet, das zu spielen? Ja, es ist zeitintensiv. Lego-Spiele dauern immer sehr lange. Aber jetzt habe ich ein bisschen im Vorrat aufgenommen. Mit Life is Strange und Angel of Darkness. Und kann deshalb frühzeitig schon anfangen, mich jetzt hier mal wieder auf ein größeres Projekt zu konzentrieren. Ich weiß, dass die Lego-Spiele auf meinem Kanal nicht so geguckt werden. Also, dass Harry Potter und auch Lara, die sind da wesentlich erfolgreicher. Aber ehrlich gesagt, mir kommt es darauf nicht an. Das wisst ihr ja, wenn ihr meinen Kanal guckt, wisst ihr, dass mir die Zuschauerzahlen gar nicht so wichtig sind. Ich liebe Lego-Spiele und ich liebe es, Lego-Spiele zu Let's Playen. Und deshalb, ja, mache ich das jetzt. Und wir starten ins neue Level, der Schwarze Reiter. Das wir jetzt in dieser Folge mit Sicherheit nicht abschließen werden. Aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so schlimm. Oder ich mache längere Folgen. Ich muss mal gucken. Frodo! Merry, es ist Frodo Beutlin. Hallo, Frodo. Verschwindet! Was habt ihr hier zu tun? Oh. Hm. Das war knapp. Ich glaube, ich habe mir irgendwas gebrochen. Hä? Von der Straße runter. Schnell! Ja, und schon sind wir im Spiel. Und wir sehen hier schon, hier ist ein Griff, an dem man ziehen kann, aber wir haben keinen Charakter, der stark genug dafür ist. Und wir werden von einem schwarzen Reiter verfolgt, sind unterwegs mit Merry und Pippin. Und an dieser Stelle ein Wort zur Synchro. Ich finde die Synchro wirklich gut. Es sind natürlich nicht in allen Fällen oder eher in den wenigsten Fällen die Originalsprecher aus dem Film. Aber sie haben die Rollen gut getroffen. Die Synchro ist wirklich gut gemacht. Also mir gefällt es richtig gut. Und ich habe gerade nicht so richtig aufgepasst, aber wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist die für mich wichtigste Synchronrolle tatsächlich mit dem Originalsprecher besetzt, nämlich die Stimme von Pippin, nämlich mit Stefan Krause, den ich letztes Jahr sogar getroffen habe und den ich auch auf diese Synchronrolle angesprochen habe. Und dazu zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Jetzt darf ich hier etwas... Hoppla. Ich muss B drücken, um mich zu beruhigen. Genau. Und schnell wieder raus aus dem Blickfeld. Ich habe hier nicht richtig aufgepasst. Also man sieht schon, dieser Reiter, der hat quasi alles, was hell beleuchtet ist, ist in seinem Blickfeld. Und ich muss jetzt hier diesen Brocken auf die Raben oder die Krähen werfen. Und dadurch wird der Reiter abgelenkt und ich kann ein Stück weiterkommen. Und in diesem Level ist es also so, dass ja, es vorrangig darum geht, wie komme ich voran, wie komme ich immer an diesem Reiter vorbei. Sam kann mit seiner Schaufel in Lego-Erde graben, das lassen wir ihn auch gleich machen. Das Schöne ist, wir kriegen ja immer sofort die Hinweise, also man kann eigentlich nicht wirklich festhängen in diesem Spiel. Und deshalb wechseln wir jetzt auf Sam oder Sam. Der übrigens im Original, da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht aufgepasst in diesem Spiel, synchronisiert wird von Patrick Bach, einem bekannten deutschen Schauspieler, der vor allem für seine Weihnachtsserien in seiner Kindheit bekannt war. Hoppla. Ich will doch nur wieder auf Sam wechseln. Jetzt mach schon. So. Und der Schauspieler von Sam, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, der hat auch eine Rolle gespielt in der Serie Stranger Things, die ich sehr empfehlen kann, eine Netflix-Serie.
Und da wird jetzt dann gerade die dritte Staffel, glaube ich, gedreht. Da freue ich mich schon sehr auf die Fortsetzung. Und wir haben hier eine Schatztruhe freigelegt, an die ich gerade nicht rankomme. Doch. Die erste. Es lohnt sich auch immer, sich gut umzuschauen. Ich werde natürlich trotzdem furchtbar viel übersehen. Ich glaube, hier komme ich jetzt... Doch, ich komme durch. Okay. Was hat es mit diesem Baum auf sich? Ich dachte jetzt, damit könnte ich noch irgendwas machen. Aber anscheinend nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Oh. Verdammt. Ja. Viele Münzen verlieren ist natürlich nicht besonders toll, wenn man den wahren Abenteurer schaffen will. Ich kann jetzt auch aktuell nicht springen, weil ich im Schleichmodus bin. Ich muss also aufpassen. Hier an diesem Baum, da kann ich was machen. Und auch, oh, hier ist wieder die Hintergrundmusik so klasse. Drücke B, um in den Tunnel zu kriechen. Ich glaube, das können alle Hobbits, da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall kann Sam hier reinkrabbeln. Also nur kleine Charaktere können durch diese Tunnel durch. Das kennen wir zum Beispiel auch schon von Lego Jurassic World. Da war es ja nicht Zack, sondern Gray. Gray konnte da in diese Tunnel reinklettern. Und ich bin mir nicht sicher, auch Eric. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Timmy konnte es auf jeden Fall. Ja, wieder der Hinweis auf Sam. Und hier diese Metallfelsen. Metallfelsen ist ja auch ein Widerspruch in sich. Diese Metallgebilde, die kann ich jetzt noch nicht zerstören. Dazu brauche ich eine bestimmte Waffe bzw. einen bestimmten Charakter. So. Hier wird es schon so schön ausgeleuchtet, diese Stelle. Das heißt, nein, nicht Sam. Doch. Ach so, Moment. Ja, ich muss ja auch auf Sam wechseln. Das Problem ist, dass die sich alle teilweise sehr ähnlich sehen. Das war jetzt nämlich Mary, glaube ich. So, damit haben wir einen Sichtschutz kreiert. Auf den wir natürlich auch wieder draufdreschen können. Wie gesagt, ich möchte schon versuchen, möglichst häufig den wahren Abenteurer hinzukriegen. Es wird jetzt nicht in jedem Teil klappen, in jedem Level. Zumal ich ja auch immer dazu neige, irgendwie zu sterben, kaputt zu gehen. Die Zeit drängt und Gandalf der Graue reitet nach Isengard und ersucht mich um Rat. Saruman. Dann ist der Ring der Macht also gefunden worden. Er war im Auenland, direkt vor meiner Nase. Sauron scharrt alles Böse um sich. Du weißt das? Woher? Ich habe es gesehen. Ein Palantir ist ein gefährliches Werkzeug, Saruman. Die Zeit verrinnt schneller, als du denkst. Saurons Streitmacht ist bereits unterwegs. Sie werden den Ring finden und den töten, der ihn trägt. Frodo! Wir müssen uns auf Saurons Seite stellen. Seit wann gibt Saruman der weise Wahnsinn Vorzug vor Vernunft? Juhu! Wir dürfen uns gegen Saruman zur Wehr setzen, als Gandalf. Saruman entpuppt sich also nicht als unser Freund, er ist ja der Vorsteher unseres Ordens, sondern als Verbündeter Saurons. Und ich muss jetzt erstmal wieder gucken, was ich hier überhaupt machen muss. Ich bin mir nicht ganz sicher. Solange er diesen Schutzschirm hat, kann ich ihn nicht besiegen. Halte B gedrückt, um Saruman anzuheben und lassen wir los, um ihn zu werfen. Okay, alles klar. So. Lass ihn los, um ihn zu werfen. Und ich muss ihn, glaube ich, irgendwo dagegen werfen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Hier. Genau. Jetzt muss ich mit Sicherheit wieder
hier irgendwie kontern? Darf ich ihn anheben? Nein, noch nicht. Ich muss also warten, bis er geschwächt ist. Jetzt ist er wieder geschwächt. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, muss ich ihn wirklich gegen die Lampen oder muss ich ihn lieber gegen die Türen werfen? Eigentlich ist natürlich auch die Folge zu Ende, aber ich hoffe, dass ich diesen Kampf noch schaffe, damit wir dann morgen bei den Hobbits wieder weitermachen können, die ja immer noch vom dunklen Reiter oder vom schwarzen Reiter verfolgt werden. Und das meinte ich eigentlich, als ich gesagt habe, es gibt tolle Mechaniken in Kämpfen. Es ist wirklich jeder Kampf anders. Und da kommen noch so tolle Sachen. Ich denke da an die Schlacht von Helm's Klamm. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das ist sowieso auch im Film einer meiner absoluten Lieblingspassagen. Aber bis dahin ist noch ein langer, langer Weg. Ich weiß es immer noch nicht. Ich hau in... doch gegen die Lampe, okay. Ich muss den nur dreimal werfen, okay? Ich habe dir die Möglichkeit geboten, mir freiwillig zu helfen. Doch du entscheidest dich nun für den Schmerz. Ja. Und jetzt sind wir wieder bei den Hobbits und ich würde sagen, morgen werden wir dann hier weitermachen an dieser Stelle. Ich werde gleich mal speichern. Und dann hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei, wenn es weitergeht auf dem Weg nach Bree und auf der Flucht vor dem Schwarzen Reiter. Macht's gut, bis dann. Tschüss.